So, da ich mal wieder warten muss, weil ich immer noch 10 GB Patch von 15 ziehen muss, habe ich mir gedacht, rege ich mich einfach mal ein bisschen über dieses Spiel auf. Weil, ich weiß nicht, ich finde, die haben das alles zu komplex gemacht mit dem Baum. Mit diesem, wenn man durch im Baumenü ist, dass man halt mit C und Z dann durch die Gegend scrollen muss oben, dann geht man auf einen Wandtyp, dann muss man mit den Pfeiltasten muss man dann durch die Wandtypen durch switchen, da ich weiß nicht, es ist nicht so geil irgendwie. Ich habe mir das Spiel definitiv besser vorgestellt, weil es sie einem das einfacher macht. Vielleicht bin ich auch schon einfach zu alt dafür und kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe. Aber weil ich finde es nicht gut. Es ist von der Grafik her cool gemacht, ja, von der Story, es geht. Ich finde, ich habe jetzt auch erst 1,5 Stunden gespielt oder so. Es ist jetzt noch nicht so der Reißer von der Story her. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch besser. Falls ihr es hören könnt, meine Hunde sind gerade am Falten, so wie eigentlich in fast jedem Video, was ich mache. Weil ich habe da so einen kleinen garstigen Welpen, den man auch die ganze Zeit hört, der immer hört sich auch gar nicht an wie ein Hund. Ich weiß nicht, was das für Geräusche sein sollen. Aber es ist ein Chihuahua. Braucht man sich nicht wundern, dass sie komische Geräusche machen. Ja. Ja, jetzt dürfte man sie hören. Ah, sie ist biestig. Ja, was soll man dazu sagen zu dem Spiel? Ich kann jetzt einfach nochmal ein bisschen durch die Gegend scrollen. Einführung in den Mehrspielermodus. Nein, Voltec präsentiert die Grundsteine. Aber ja, das wäre, glaube ich, mal was für Flori. Zack. Wenn er laden würde, aber das Problem ist, ich reize meine Leitung gerade vollkommen aus, scheinbar. Weil, ah, wie gesagt. Das ist ein riesiger Patch, der wieder gezogen werden muss. So, dann gucken wir mal die Grundlagen. Vielleicht begreife ich das dann mal, wie das überhaupt funktioniert. Da sehne ich mich wirklich nach dem Vorgängerteil zurück, wo einfach nur fertige Gebäudeteile, tschack, aufeinander klatschen. Alles geil. So, Vault 76, Voltec präsentiert die Grundsteine legen, herstellen und bauen. Oh Gott, ich reize meine Leitung so derbst aus. Hier tut sich einfach mal. Ah, hier doch. Okay. Nee, ich kann hier jetzt weder was runterladen noch irgendwas anderes. Das wird einfach nicht. Wie viel haben wir denn schon? 7 GB. Oh mein Gott, ich gehe kaputt. Ich finde es so gruselig. Ein besseres Ich mit dem Skill-System von Fallout 76, ja. Ich weiß nicht. Fand ich auch beim letzten Teil alles ein bisschen einfacher gemacht. Es ist ja nicht so, dass ich seit dem letzten Teil 100 Jahre gealtert wäre, aber das ist ja auch nicht der erste Fallout-Teil, den ich spiele. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch mit Fallout 1 angefangen. Das ist einfach schon zu lange her. Ach, nee. Oh. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Grafik? Was soll das? Das sieht aber kacke aus. Gut, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Ich warte einfach weiter, bis es endlich mal geladen hat. Schönen Tag noch.